Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe mir heute Morgen dieses Video angeguckt mit alten Trainingsaufnahmen. Ist auch auf meinem Kanal zu finden. Wie gesagt, ich gucke mir häufiger mal meine alten Videos an, die ja noch gar nicht mal so alt sind. Aber ja, muss vielleicht dazu sagen, Kreuzheben, ich denke, es liegt mir einfach nicht von meinen körperlichen Voraussetzungen her. Ich wäre wahrscheinlich eher der Typ für Sumo Deadlifts, aber ich ja, weiß, vielleicht probiere ich die noch mal aus in geraumer in der nächsten Zeit. Aber wenn, dann mache ich eher diese rumänischen Knie, wie heißt das, rumänisches Kreuzheben. Und ja, habe heute Morgen gesehen, okay, Stange 25, 15, 40, 50, ja, 120 Kilo mit. Jetzt muss ich noch mal kurz, ich lasse mal kurz laufen. Einigermaßen vernünftiger Technik, denke ich. Eins, zwei, drei, vier, ah, gut, fünf Wiederholungen und ja. Das hat mich dann irgendwie dazu animiert, mal zu gucken, was ging oder was bei Kreuzheben schon wieder so geht. Und habe das Ganze auch mal abgefilmt. Ja, ich mache sonst Back-Extensions relativ langsam, ausführlich, um wirklich den Rückenstrecker vorzuwärmen. Hab mir gedacht heute, okay, komm, machst du nur zwei kurze Sätze, auch nicht besonders schwer, weil ja noch das Kreuzheben dann folgt. Und ich denke, rückblickend war das wahrscheinlich der Fehler. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen, den Rückenstrecker richtig aufzuwärmen. Ne, genauso meine Back-Extensions machen, wie ich es sonst auch immer mache. Und ja, denke wirklich, das war das Problem. Und ich werde jetzt erstmal die Videos reinschneiden mit einem Voice-Over und werde dann abschließend nochmal quasi was dazu sagen. Aber erstmal das Ganze für euch. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich in welchem Satz gemacht habe. Und ja, kann schon mal so viel verraten. Ich musste abbrechen, weil ja, weil ein Schmerz in meinen Rücken geschossen ist. Und naja, ich will jetzt nicht übertreiben. Ich habe dann mein Training noch ganz normal weitergemacht, nur halt ohne Kreuzheben. Habe einige neue Übungen auch wieder mal ausprobiert, wo ich im nächsten Training definitiv einige beibehalten werde. Und jetzt kommt erstmal für euch der oder das Voice-Over und danach sehen wir uns nochmal hier in diesem Setup wieder. Ja, also zum Aufwärmen habe ich 60 Kilo gewählt. Wie gesagt, ich hätte länger die Back-Extensions machen sollen, hätte den Rückenstrecker erstmal richtig schön aufwärmen müssen und habe dann auch hinten dann nochmal reingefühlt. Der war nicht so schön prall. Wie gesagt, das war sicherlich ein Fehler und einfach, weil ich zu schnell zu viel gewollt hatte. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, jetzt hier direkt ein krasses, oder sagen wir so, für meine Verhältnisse ein krasses Kreuzhebevideo einzustellen. Ich habe überlegt, mache ich das jetzt überhaupt noch, aber wenn ihr einen Fehler gemacht habt oder wenn ihr eine falsche Übung gemacht habt, dann ja, ist es nicht schlau, dann irgendwie auf Teufel komm raus noch das weiter zu probieren aus falschem Ehrgeiz. Wenn ihr merkt, ey, ich spüre es nicht, ist nicht gut, ich habe Schmerzen, aufhören sofort. Und ja, wenn ihr dann euch verletzt und lange ausfallt, dann habt ihr im Endeffekt euch einen Bärendienst erwiesen. Und daher stelle ich das jetzt hier auch ein, um vielleicht auch welche Leute zu motivieren, mehr auf sich und den Körper zu hören. Wie gesagt, das war relativ leicht. Ich habe 12 Wiederholungen gemacht, habe mich dann noch ein bisschen auf die Technik fokussiert, habe sogar vergessen, die Schuhe auszuziehen. Und ja, jetzt sind wir mit bei 80 Kilo. Das war auch noch sehr leicht. Ich habe es gut gespürt. Muss erstmal wieder ein bisschen rumprobieren, wo ich die Hände ansetze. Ihr seht, ich mache beides im Obergriff. Ich weiß, die meisten machen so ein, wie heißt das, Kreuzgriff, also eine Hand Ober, eine Hand Untergriff. Weiß nicht, ich habe halt immer gern alles symmetrisch, alles gleich und muss sagen, ich komme so besser klar, weil habe immer das Gefühl, ich vergesse dann irgendwie die Hände zu drehen, zu wechseln mit Ober- und Untergriff und deswegen mache ich lieber direkt Obergriff. Und wie gesagt, mein Ziel ist es auch nicht, möglichst viel Gewicht zu bewegen, sondern es einfach irgendwie zu spüren. Klar, heute wollte ich schon mal gucken, was geht. Und wie gesagt, diese 8x80
mit 80 Kilo waren auch noch sehr locker. Ich habe es ja auch gleich als erstes gemacht, habe danach dann noch mein weiteres Rückentraining gemacht. Und ja, wer zunehmend wärmer, macht dann so ein bisschen die Zwiebeltechnik, so nach und nach ausziehen. Und ja, jetzt mal von der Seite, das sind 100 Kilo. Das ging auch noch relativ gut. Da habe ich auch noch nichts im Rücken gespürt. So 6 Wiederholungen. Da wäre noch mehr möglich gewesen, aber ich habe extra noch ein bisschen was im Tank gelassen, um mich jetzt auf den, naja, wie ich vermutet habe, schwersten Satz mit dann jetzt gleich folgend 120 Kilo zu konzentrieren. Und habe auch ein bisschen längere Pause gemacht. Und naja, das Ergebnis, das präsentiere ich euch jetzt. Ja, ich finde die Technik einigermaßen okay. Bin da gerne für konstruktive Kritik empfänglich. So, jetzt nehme ich auch die Zughilfen. Und ja, wie gesagt, ihr seht, es sind jetzt 120 Kilo, worüber ernsthafte Kraft, Dreikämpfer oder Kreuzheber natürlich schmunzeln. Gerade bei meinem Gewicht mit jetzt über 95 Kilo. Aber ja. Wie gesagt, für mich ist das schon so, ja, ihr habt es ja hoffentlich einigermaßen erkennen können, jetzt im Vorclip am Schreibtisch, dass ich die eigentlich ganz gut bewältigen konnte. Aber, wie gesagt, ihr seht, ich nehme mir da auch Zeit, das alles auszurichten. Und wie gesagt, ich denke, ich wollte zu schnell, habe mich nicht richtig konzentriert, habe zu wenig angespannt hinten im Rücken. Und gerade der Lendenwirbelbereich, der ist sehr empfindlich, da ist die meiste Belastung oft drauf und die meisten haben auch einen zu schwachen Rückenstrecker. Und gut, ich weiß jetzt, so ich, da sage ich, nee, ging nicht, ich hab direkt so ein kleines Ziehen im linken unteren Rücken gespürt und dann habe ich sofort gelassen. Dann habe ich jetzt nochmal direkt das Gewicht wieder reduziert auf nochmal 80 Kilo. Und mal gucken, ob das jetzt wenigstens irgendwie noch geht und das ging auch dann ohne Schmerzen. So leicht habe ich es noch gespürt und deswegen habe ich es dann auch direkt sein gelassen. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich noch mal am Schreibtisch. Ja, nachdem ihr jetzt hoffentlich das Voice-Over gesehen habt, wie gesagt, für mich jetzt auf jeden Fall eine Lehre und zwar Rückenstrecker nicht vernachlässigen, wirklich. Vielleicht sogar noch einen vierten Aufwärmsatz jetzt vor jedem Training. Das scheint für mich so jetzt ganz subjektiv der limitierende Faktor zu sein. Und ja, habe auch festgestellt, er war nicht so schön prall, so schön aufgepumpt, wie ich das sonst gewohnt bin nach meinen Back Extensions. Wie gesagt, hätte er mehr Zeit drauf verwenden sollen. Und wirklich, ne, The Rock sagt es immer wieder, Fokus. Und wirklich. Nochmal durchgehen, ist alles schön angespannt, ist der Core richtig hart, kann ich das jetzt hochziehen und vielleicht hätte ich auch nicht direkt um 20 Kilo erhöhen sollen auf 120 Kilo, sondern hätte es vielleicht erstmal mit 110 probiert. Wie gesagt, realistische Ziele setzen, auf den Körper hören und habe mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, wohl überschätzt, war ein Fehler und ja, aus den Fehlern sollte man lernen, deswegen auch nochmal der Appell. Bei Schmerz nicht weiter trainieren. Wie gesagt, ich konnte mein Rückentraining gut machen, merkst so ganz minimal noch. Und ja, wenn es blöd, richtig blöd gelaufen ist, dann behindert mich das morgen beim Beintraining. Vielleicht ziehe ich dann die Schultern vor und mache dann erst die Beine. Aber ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass das Ganze bis morgen wirklich komplett weg ist. Wie gesagt, ich habe gut den Rücken trainieren können, habe schöne neue Übungen ausprobiert. Und weil ich es hier noch gerade liegen habe, eine Empfehlung. Absolut gutes Buch. Muss sagen, das hat mich damals gut weitergebracht. Es habe ich, glaube ich, 2006 gekauft, 2007 irgendwie so. Und kann auch später, ich weiß nicht mehr. Ist vielleicht heute gar nicht mehr so nötig. Ihr könnt euch alles bei YouTube angucken. Jede Übung hat da irgendein YouTuber oder Bodybuilder erklärt. Aber ich finde es einfach wirklich schön. Ich habe halt irgendwie alles ganz gerne in Buchform. Ich würde mich auch niemals von Büchern trennen. Und bin da auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich da in dieser Telefonzelle ein Buch sehe, was mich interessiert, dann kann ich es auch nicht, dann nehme ich es auch mit. Bringe da auch manchmal Sachen hin, ne? So ist nicht. Aber die Bücher, die ich wirklich gerne mag, die würde ich niemals abgeben und ich bin auch nicht der Typ für so ein E-Book. Auf jeden Fall ist hier alles super schön illustriert. Ich habe auch viele Sachen kopiert, mir an die Wand gehangen.
Und ganz cool auf jeden Fall. War mir immer ein bisschen zu schade. Ein schönes Poster. Und ja, da sind alle Muskelgruppen drin. Natürlich eher so, ich sag mal, ein bisschen oldschool. Da findet ihr jetzt keine Maschinen so. Doch, das habe ich direkt eine gefunden. Aber das meiste dreht sich schon um Kurzhantel, Kabelzüge, Langhanteln, Körpergewichtsübungen. Aber da ist wirklich alles schön drin erklärt. Und gerade wenn ihr auf einem hohen Niveau seid, dann halte ich das schon für sinnvoll, das mal so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ja, das soll es soweit gewesen sein.